Was war das für ein Duell zwischen Söder und Laschet? Es gab zwar keinen Volltreffer, aber dafür ganz viele Eigentore und Fouls auf beiden Seiten. Es ging in die Verlängerung, es ging ins Elfmeterschießen, es gab Cliffhanger. Angela Merkel hat sich währenddessen mit halbtrockenem Rotkäppchen Sekt im Kanzleramt herrlich amüsiert. Aber jetzt ist es endlich entschieden und es gibt keinen Gewinner. Denn so peinlich kann die Wahl eines Kanzlerkandidaten gar nicht ausfallen wie bei der CDU. Wegen euch wird Rezo irgendwann noch arbeitslos, weil er keine Zerstörungsvideos gegen euch mehr machen muss. Das schafft ihr von ganz alleine. Aber gut, so fair will ich sein. Herzlichen Glückwunsch an Habemus Laschet. Ich meine, wer sich von Virologen nichts sagen lässt, wie in einer Pandemie am besten zu handeln hat, lässt sich auch von Umfragewert nichts sagen, wer Kanzlerkandidat werden soll. Der CSU-Vorsitzende Söder wird die Entscheidung des CDU-Bundesvorstands auch akzeptieren. Wunderbar, damit herrscht nun endlich Klarheit für den Bundesverband der Familienunternehmer. Denn es blieb echt lange im Unklaren, welcher Name auf die Spendenchecks kommt. Aber warum eigentlich diese ganze Aufregung? Söder und Laschet haben sich doch beide längst geeinigt. Kanzler werden sie beide nicht. Und dieses Duell zwischen dem Hobbit aus NRW und dem Saruman aus Bayern scheint damit endlich zu Ende zu sein, was auch tierisch nervte. Denn wir haben eigentlich ganz andere Probleme. Wir befinden uns mitten in der dritten Welle der Pandemie und nicht im siebten Level von Candy Crush etwa. Während Tausende täglich um ihr Leben kämpfen oder sterben, tragen die beiden Vögel über 2 Wochen hinweg ihren Hahnenkampf aus, wo ich mir einfach nur wünschen würde, führt doch das Promi-Boxen doch auch mal in der Politik ein. Oder gründet meinetwegen so eine politische Super League, in der sie jede Woche wieder Belanglosigkeiten austauschen können. Aber nein, in einer Super League bekommt die CDU ja wiederum weniger Kohle als in dubiosen Maskendeals. Das lief bei den Grünen dagegen einfach richtig entspannt und reibungslos ab. Und wer Frau Baerbocks Eignung als Kanzlerin mit dem Argument in Frage stellt, dass sie keinerlei Erfahrung als Ministerpräsidentin oder Bundesministerin hat, muss sich doch einfach mal fragen, wo im konkreten Handeln von Söder und Laschet diese Ämtererfahrung als Vorteil sichtbar wird. Letztendlich hat sich die CDU für Annalena Baerbock als Kanzlerin entschieden. Dafür vielen Dank. In diesem Sinne, soweit meine ungeschminkte Meinung zu diesem Thema. Schreibt gerne eure Meinung dazu sachlich unten in den Kommentarbereich. Würde mich sehr freuen, was ihr so drüber denkt. In diesem Sinne, abonniert gerne den Kanal für mehr ungeschminkte Meinung über alles, was auf deinem Schirm läuft. Broadcast yourself, broadcast together.